Jo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du dabei bist. Ich mache es kurz und knapp. In dem Video möchte ich dir zeigen, wie du auch vor dem 12.09., wo Sweatcoin mit seinem Sweat-Token an die Kryptobörse geht, bares Geld verdienen kannst. Und ich meine wirklich Geld und Auszahlung und keine zum Beispiel Giftcards, die du möglicherweise nicht bekommst und dann über Umwege eben zum Beispiel eBay zu Geld machen kannst. Alles, was du dazu machen musst, ist ganz einfach. Du musst Influencer sein. Wenn du im Influencer-Programm bist, so wie ich, dann wird es angezeigt, eben mit dieser orangen Box. Und dann steht da Influencer, mach deine Follower zu Geld und löse Einladungen gegen Sonderangebote und Bargeldprämien ein. Das bekommst du automatisch, wenn du 30 Personen erfolgreich eingeladen hast. Da ist eben so, manchmal lädst du ein und es zählt nicht, dann musst du eben die eingeladene Person darum bitten, nochmal auf den Link zu klicken, dann sollte es funktionieren. Und wenn du mindestens 50 Personen eingeladen hast, dann kannst du Geld bekommen. Und ich bin jetzt eben Influencer seit dem 22. April. Das heißt, am 22. April habe ich 30 Personen eingeladen. Und seit dem Zeitpunkt sind jetzt nochmal ungefähr 20 dazugekommen. Genau 3 Monaten, denn heute ist der 22. Juli. Interessant, ich muss dazu sagen, ich mache wenig Werbung direkt. Also ganz am Anfang habe ich es mit Freunden und Familie geteilt, weil ich es cool fand. Und jetzt mache ich nur noch unter meinen Videos den Link für den Download. Aber meine Videos zu Sweatcoin sind ja eher schon für Leute, die runtergeladen haben, wo ich über Tipps und Tricks erzähle, wo ich jetzt nicht komplett neu erkläre, was das überhaupt ist, um neue Leute anzusprechen. Könnte ich vielleicht auch mal machen. Wie auch immer. Ich bin jetzt heute an meine 50. Person gekommen, wurde eingeladen und ja, du hast da, wenn wir mal runtergehen, jetzt mehrere Möglichkeiten. Das können wir noch angucken. Du kannst nämlich bis zu 1.000 Dollar bekommen. Dazu musst du aber 1.667 Leute einladen. Je mehr du einlädst, desto höher ist auch die Prämie, beziehungsweise desto weniger Einladungen brauchst du eben pro 1 Dollar. Ja? Bei 25 Dollar musst du 50 einladen. Das heißt, dann ist es eben so, dass eine Einladung 50 Cent wert ist, wenn man es später einlöst. Wir schauen uns mal, wie das funktioniert. Wir klicken drauf, man kann schon erahnen, dass blau heißt, okay, es ist fertig. Und ja, da klicken wir jetzt drauf. Da steht Guthaben nach Einladung minus 50. Sweatcoins kostet 250. Finde ich krass, dass es so viel Geld kostet auch noch. Das finde ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da bin ich jetzt gerade ein bisschen geschockt, dass ich jetzt auch noch 250 Sweatcoins dafür zahlen muss. Das war vorher so nicht deklariert, zumindest nicht, dass man sofort hätte erkennen können. Naja, wie auch immer, machen wir jetzt. Wir wollen ja mal zeigen, wie das funktioniert. Und dann lösen wir das ein. Kauf erfolgreich. Prämie eingelöst am 22.07. Sweatcoin Influencer Programm. So erhältst du dein Geld. Kopiere den Code und fülle die nachfolgende Typeform aus. Kopieren. Glückwunsch, du hast deine Einladungsprämie. Okay, ich habe kurz Pause gemacht, einfach nur zu gucken, was sich jetzt öffnet. Der Grund liegt einfach daran, dass ich jetzt wahrscheinlich persönliche Daten angeben muss. Das machen wir jetzt mal. Please enter the code. Okay. What is your email address? Ich mache jetzt einfach mal kurz Pause und fülle aus die persönlichen Daten und nehme dich dann wieder mit, wenn es spannend wird. So, also bis jetzt wollten sie nur den Code haben. Danach wollten sie meine Handynummer haben. Sie wollten wissen, wie ich auf Sweatcoin heiße. Und jetzt werde ich eben auch noch den Link eingeben, den ich auch immer unten mit dir teile. Und zwar mein Einladungslink. Moment.
So, jetzt wollen Sie zum Beispiel wissen, wo man überall Werbung macht. Macht man auf Instagram Werbung? Und wie heißt man jetzt zum Beispiel hier YouTube Finanzfüchsle? Oh, ja, hier. Ich weiß schon gar nicht. Ich mache jetzt einfach einen Screenshot von einem Video. Moment. So, jetzt habe ich eben einen Screenshot gemacht von ein paar Videos. Und jetzt klicken wir mal drauf auf PayPal, okay. Wie ist deine PayPal-Adresse? Da mache ich jetzt wieder kurz Pause. Und genau so habe ich jetzt eben einen Screenshot gemacht von ein paar meiner Videos. Mal gucken, ob es funktioniert. So, jetzt habe ich es einfach mal ausgefüllt. Habe mir gerade sogar ehrlich überlegt, ob ich es vielleicht nicht machen soll. Ich möchte nicht unbedingt, dass YouTube weiß, dass ich Werbung mache. Also nicht YouTube. Dass Svetcon weiß, dass ich für sie Werbung mache. Ich denke, sowas kann auch Nachteile haben. Ich meine, die profitieren ganz klar von mir, aber du weißt nie, am Ende kommen sie und sagen, hier, lösch die Inhalte, du hast keine Rechte auf unsere Bilder, die ich ja auch nicht habe. Aber wie gesagt, das ist, halte ich persönlich für nicht wahrscheinlich, weil die wollen ja im besten Fall wachsen und durch mich sind jetzt so viele dazugekommen und dadurch konnte ich den Hype, denke ich, ja auch ein bisschen verstärken. Und wie gesagt, ich rede ja auch so gesehen nicht schlecht über Sweatcoin, von dem her halte ich sie für eher unwahrscheinlich, aber unmöglich ist natürlich nicht, ja. Also ich habe jetzt viel Information geteilt. Ich wiederhole nochmal, es war der Name. Es war meine Daten bei Sweatcoin, meine Seite, wo ich Werbung mache. Also demnach sollte man, ich weiß, da steht es nicht, dass man Influencer sein muss, aber man sollte zumindest Nachweis bringen, dass man Werbung dafür gemacht hat. Zum Beispiel könntest du auch auf Instagram einfach eine Seite teilen oder zeigen, was du geteilt hast. Und dann schickst du am Ende eben deine ja, bevorzugte Daten weg, entweder PayPal oder eben Banktransfer. Und wir schauen mal, wie lange das jetzt dauert.